Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Myst Survival. Wir sind wieder da. Und wir haben in der letzten Folge, ja, so ein bisschen auf der Karte uns noch ein wenig umgeschaut. Wir sind bis zum Ende hier vorne gefahren. Wir sind jetzt hier gewesen und jetzt fahren wir nochmal zu diesem Häuschen hier. Personal Space, das war dieses japanische oder ich sag mal asiatisch angehauchte, diese asiatisch angehauchte Gegend da oben. Und jetzt fahren wir nochmal ein bisschen in die andere Richtung und gucken mal. Also hier gibt es tatsächlich nicht mehr wirklich viel. Wir gucken da vorne nochmal bei diesem, ja, keine Ahnung, Tunnel, Eingang, Dingens. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es hier noch viel gibt. Wir gucken aber trotzdem mal, nur dass wir sagen können, wir waren dort. Aber ja, nee, hier gibt es nicht wirklich was. Tatsächlich hatten einige geschrieben, es gibt bei einem anderen Tunneleingang wohl da hinten irgendwo die Möglichkeit, ja, weiß ich nicht, durchzukommen, hinzukommen, keine Ahnung. Und da geht es tatsächlich auf den alten Teil der Map, also den Teil der Map, der quasi vor diesem Teil der Map hier verfügbar war. Aber der wäre wohl irgendwie Work in Progress und so wirklich viel gibt es da nicht zu sehen. Trotzdem sicherlich mal irgendwann interessant, da vielleicht mal hinzugehen, aber nicht jetzt. Wir schnappen uns jetzt Hundi, come with me. Wir interagieren mit dem Auto, setzen uns rein, Hundi ist am Start und dann starten wir die Motoren und begeben uns zurück auf die Straße, würde ich sagen, ne? Ja. Wir fahren über die Schienen, aber relativ langsam. Ich weiß nicht, wie sich das Auto verhält, wenn man hier drüber fährt. Okay, funktioniert. Ich dachte gerade schon, wir bleiben jetzt stecken. Wäre lustig gewesen. Okay, da vorne ist das Häuschen, was wir uns noch ein bisschen genauer angucken wollten. Das sieht sehr gefährlich aus. Tatsächlich, da oben steht jemand. Ist das eine Figur? Ah. Nein. Das sind Gegner. Oh ja, das sind Gegner. Okay, wir packen das Auto mal ein bisschen weiter weg. Ich möchte da jetzt ungerne, dass die mir aufs Auto schießen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, natürlich. Und? Du bleibst sitzen. Ich gehe das machen. Wir speichern. Was haben wir denn für Waffen dabei? Okay, wir haben unsere Schrotze dabei, aber wir haben leider jetzt nichts dabei. Ach ja, ich habe hier ein Hühnchen mitgenommen. Oh. Können wir das harvesten? Wir haben kein Messer dabei. Fantastisch. Gut, dann packe ich das Hühnchen. Jetzt regnet es auch noch. Was für ein Kack. Dann packe ich das Hühnchen mal hier rein mit dem ganzen anderen Stuff, den wir gefunden haben. Das Ding nehmen wir mit. Das packen wir rein, das packen wir rein, das packen wir rein. Das lassen wir dort und das lassen wir hier. Wunderbar. Speichere ich nochmal. Und dann lade ich unsere Shotgun nochmal nach. Wir werden sie bestimmt brauchen, aber ich glaube in erster Linie bräuchten wir eigentlich eine Waffe, die ein bisschen auf Distanz gehen kann, ne? Mensch, was für ein Kackwetter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Müssen wir nochmal schauen, wie wir da vielleicht hinkommen, ohne dass die uns hier direkt angreifen. Das wird wahrscheinlich schwierig werden. Weiß nicht, ob wir mit unserem Colt da irgendwas ausrichten können. Keine Ahnung. Wir müssen uns auf jeden Fall versuchen, erstmal ein bisschen ranzupirschen. Und dann können wir denen vielleicht einen gezielten Headshot verpassen. Mal gucken. Sind die gar nicht böse? Hallo? Oh, warte mal, die sind gar nicht böse. Entschuldigung. Scheiße. Okay, warte mal. Die sind gar nicht böse. Oh, scheiße. Das tut mir echt leid. Oh nein. Habt ihr irgendwas zu klauen? Nee. Aber wir können hier was. Guck mal, wer ist er denn? Hallo. Trade, Consumable, Medizin, meine Items und das sind seine Items. Okay. Ach du Kacke, jetzt haben wir den abgeknallt. Das wollte ich gar nicht. Tut mir leid. Okay, das ist so ein Trading Outpost oder sowas, ne? Hallo. Oh, hier gibt's Essen. Hi.
Hä, ich habe deinen Bruder im Paradise Motel getroffen. Aber warte mal, wir können mit dem gar nicht... Hallo? Wir können mit dem nichts machen. Hier steht Food, also hier gibt's Essen, aber ich... Ich glaube, der hat das alles selbst gegessen. So ist das mit Fetten, die fressen alles immer selber. Ich kenne das. Ich kenne das von mir nur zu gut. Guten Morgen. Ach, ist aber schon ganz nice hier, wa? Aber hier ist wohl irgendwie auch nichts. Ein Kohleautomat haben wir hier. Ach, guck mal. Gut. Ach, mit ihm können wir jetzt... Ah, okay. Was bekommen wir denn hier? Materials. Was können wir denn... Können wir, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne dieses Fleisch... Was können wir ihm denn anbieten? Hast du Interesse an einer Wasserflasche? Überhaupt nicht, sagt er. Okay, dann ich komme gleich nochmal. Ich hole gleich mein Auto, dann gucke ich mal. Das Fleisch könnten wir nämlich gut für den Hund gebrauchen. Der braucht ja was zu essen. Hi. Das ist schon mal eine geile Knarre, wa? Okay, boah, bin ich froh, dass die jetzt nicht auf uns geschossen haben. Und uns jetzt hassen. Ach, die reparieren unser Auto, oder was? Vehicle Upgrade. Parts Vendor. Oh, was zur Hölle? Lol. Ich komme gleich wieder. Ist hier noch jemand? Oh, guck mal, die haben auch Chickens. Oh. Okay, aber die haben keine Chickens. Warte mal, ich komme gleich. Okay, okay. Ist halt auch alles noch so ein bisschen Work in Progress, glaube ich. Aber die sind hier auf jeden... Also, der Entwickler hat eine Idee. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Wie gesagt, das Spiel ist halt komplett Work in Progress, ne? Das ist klar. Und wir haben halt zu einer Zeit das Let's Play angefangen, wo halt hier und da leider noch alles so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Alles noch so ein bisschen... Ich will nicht sagen, in den Kinderschuhen steckt, aber so ein Stück weit schon irgendwie... Von daher, das passt schon. Warte mal, ich lasse mal gerade das Auto stehen. Hundi, bleibt mal kurz sitzen, bitte. Sitz. Sehr gut, dann koppeln wir mal ganz kurz unseren Anhänger hier ab. Ready to dock. Okay. Ready to dock. Oh Gott. So. Na, fahren wir mit unserem... Ach ja. Warte mal. Komm mal mit. So. Okay, Hund, komm mal hier rüber, bitte. Und bleib mal sitzen. So. Bumper. Rack, Turret. Painting. Okay, wir können aber nichts machen wohl scheinbar, oder was? Rack. Ah, wahrscheinlich bräuchten wir für Painting oder sowas. Wir bräuchten bestimmt... Wir bräuchten mit Sicherheit, würde ich jetzt einfach mal behaupten, Materialien brauchen wir dafür, alles klar. Aber hier steht leider nicht, was wir für Materialien brauchen. Boah, das ist geil. Unlock. Hä? Okay. Hä? Aber wie kriege ich das jetzt auf mein Auto? Muss das bei ihm machen? Sag mal. Ich komme mal ein bisschen veräppelt vor gerade. Kann ich das auch unlocken? Okay, man unlockt das einfach so, aber... Es ist doch dann hier auf dem Auto drauf, das verstehe ich nicht. Okay, keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren erklären, wie das funktionieren soll? Ich verstehe es gerade ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber interessant auf jeden Fall. Okay, Wauzi. Nee, warte mal. Rufen. So rum, genau, und dann einmal einsteigen und dann fahren wir mal wieder rückwärts an unseren Dingens dran.
So. Zack. Ich weiß auch manchmal nicht. Aber sehr interessant. Da oben ist auch noch irgendwas. Warte mal. Da geht's hoch. Guck mal, da oben. Ach, da, Moment. Da oben geht's zu dem. Da oben geht's zu dem Dingens hier, ne? Ja, ja, da oben geht's zu dem japanischen, asiatischen. Das sind mir die Dingenskirchen. Aber interessant auf jeden Fall. Interessant, dass es hier so einen Outpost gibt, wo mal Leute stehen, die uns nicht töten wollen. Oh, Moment. Bevor wir jetzt losfahren. An einem Ort waren wir noch nicht. Leo, du bleibst noch kurz sitzen. Ich komme gleich wieder. Wir waren noch nicht im Gewächshaus. Aha. Guten Tag. Oh, bei Ihnen können wir Garden Soil kaufen. Ach du Heilige. Wie nice. Warte mal, ich komme gleich. Ich gehe mal ein bisschen Ramsch aus meinem Anhänger holen. Nee, aber warte mal, vielleicht haben wir wirklich irgendwas, was wir dem geben könnten. Stöcke wahrscheinlich eher weniger, ne? Ich glaube, wenn wir dem jetzt Stöcke hinlegen, verprügelt er uns. Scheiße, wir haben halt alles zu Hause gelassen, ne? Das ist halt echt kacke jetzt. Ich möchte ihm aber auch ungern was zu essen geben. Wir können es mal mit den Flaschen probieren, mit dem probieren. Vielleicht die Stöcke noch und das Scrap, ich weiß nicht. Weil wenn wir genug von diesem Garden... Wir können auch Bandagen nochmal mitgeben, das passt schon. Wenn wir dem genug von diesem... wenn wir dieses Garden Soil haben, können wir uns zu Hause was anpflanzen. Wäre eigentlich mal ganz cool, dass wir das auch mal gemacht haben. Hey, Bro. Ach, der hat eh nur eins. Okay. Scrap. Okay, Stöcke findet er jetzt nicht so beeindruckend. Der kriegt sie trotzdem und die zwei Flaschen dazu. Ja, passt. Da bin ich mein Schmutz los und er auch. Und er hat auch was los. Haben wir jetzt so ein Ding? Ja, ist halt wirklich nur eins, ne? Ah, es ist halt wirklich, wirklich nur eins. Das ist nicht viel. Okay, Hund. Come on over. Wir machen uns from the Acker. Aber cool, dass es hier so einen Outpost gibt. Und mal cool, mal ein paar NPCs zu haben, die nicht auf einen schießen und einen nicht direkt töten wollen. Hä, da ist doch gar nichts. Da ist nichts. Bruder, lass mich da durchfahren. Da ist nichts. Oh boy. So. Okay, jetzt aber. Alles klar. Ja, cool. Wie gesagt, bin froh, dass die uns nicht getötet haben, nachdem ich angefangen habe, auf die zu schießen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, man rechnet ja auch nicht damit, ne? Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe nicht damit gerechnet, dass die uns nicht töten wollen. Normalerweise möchte uns hier jeder töten. So, warte mal. Mal ganz kurz auf die Map checken. Wir sind jetzt... Wo sind wir denn jetzt gerade? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, hier. Wir gehen jetzt mal... Da waren wir. Der Tunnel, ja. Wir könnten uns hier oben zu dem NPC-Dorf bewegen und dort mal ein bisschen Action machen. Oder wir gehen in den Tunnel. Wir gehen zum Tunnel. Komm. Wir gehen zum Tunnel und probieren unser Glück. Oh, Vorsicht, die sind wieder gespawnt da vorne. Ciao. Wir gehen zum Tunnel und machen ein bisschen Action, komm. Wir versuchen, gegen den Dicken irgendwie anzukommen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden, aber wir probieren einfach mal unser Glück. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir gegen den ankommen, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, wir haben einen Flammenwerfer, wir haben eine schusssichere Weste. Was willst du noch haben, so? Weißt du, was ich meine? Was willst du noch haben, um gegen den anzukommen? Das ist halt die Frage. Ich weiß ja nicht, ob wir nur mit einer Shotgun, ob das so eine gute Idee ist, keine Ahnung. Aber richtig probiert, gegen ihn zu kämpfen, haben wir ja noch nicht, ne? Wir werden auf jeden Fall den Tunnel nochmal säubern müssen, weil... Naja, da sind halt wieder Zombies gespawnt. Aber gut, das ist halt so. Ich fahre auf jeden Fall mit unserem Truck hier mal ein Stückchen rein, damit wir im Trockenen stehen.
Okay, Hundi. Okay, kommst du? Okay, Hundi kommt nicht. Gut, dann komm mal her. Komm mal hierher. Hier. Und sitz. Du bleibst schön hier. I do this. I do this on my own. Motherfucker. Wie gesagt, wir müssen den Tunnel jetzt leider nochmal säubern, beziehungsweise weiß ich gar nicht, wo sind wir denn letztes Mal reingegangen? Oh, hier sind wir ganz viele neue Items. Scheiße. Ach nee, warte mal, Moment, die sind gar nicht neu, die haben wir schon mal gesehen, aber wir haben sie nicht mitgenommen, weil es sind Vehicle Parts. Das Rack brauchen wir auf jeden Fall nicht mitnehmen, auf gar keinen Fall. Okay, wir klettern mal hier hoch. Ich glaube, haben wir letztes Mal auch gemacht, ne? Ja, das ist auch besser so, glaube ich. Hello. Warte mal. Ich hab da mal was vorbereitet. Sie brennen. Jo. Oh, Moment. Da kommt doch ein Freiwilliger. Ha, ha, ha. Wenn du die Nudeln aus dem Wasser probierst, die noch nicht abgeschreckt sind. Ha. Okay, cool. So, was haben die dabei? Oh, Stöcke, ja, ein Apfel, ja, kommt bald. Ein Riegel und drei von den Dingern, ja, können wir mitnehmen, dann haben wir sie wieder. Und eine Coke, die können wir trinken. Die können wir gerade mal trinken, das passt. Einmal reingehallert den Lachs. Super nice. Nom nom nom. Ja, was zu essen bräuchten wir eigentlich auch, ne? Habe ich jetzt tatsächlich gar nichts mitgenommen, beziehungsweise hätten wir vorher nochmal was essen sollen, aber... Ja, ist jetzt auch egal, scheiß drauf. Passt schon. Das passt, Joe. Die haben sonst nichts mehr, ne? Ja, okay. Ich weiß gar nicht, sind wir... So mussten wir hier lang? Ich glaube, das war dieser Tunnel, oder? Ich speichere mal ganz kurz. War das der? Was macht er denn da für ein Slide? Mach mal. Als ob der mich jetzt noch zweimal hittet. Arschloch. Bist du recht gestorben? Den Apfel können wir mal mitnehmen. Den pfeifen wir uns noch rein. Ich habe die Gasmaske schon wieder aufgesetzt. Das ist doch nicht normal. Drück ich den mal O, wenn ich I drücken will. Ich sag dir, das sind die fetten Finger. Und ich sehe gerade, wir hätten den Apfel auch harvesten können, ne? Boah, dann kann man bestimmt die Kerne rausholen. Scheiße. Hätten wir vielleicht mal machen sollen. Egal. Drauf geschießen. Das ist eine Kippe, aber die behalten wir mal. Ich erinnere mich. Eschelerregend. Oh, boah, Alter, den habe ich gar nicht gelootet letztes Mal. OMG, wir nehmen die Machete auf jeden Fall mal mit. Die Pfeile lassen wir aber liegen. Brauchen wir nicht. Warte mal, ich hau mir nochmal... Aber nee, wir brauchen es gerade nicht. Ich hau es mir nicht rein. Naja, ich höre Freunde. Haben wir noch... Oh, wir haben kein Gas mehr dabei. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal zurück und Gas holen. Verdammt nochmal. Ah, hier ging es runter. Ja, 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 wir sind richtig. Ja, wir müssen nochmal zurück und Gas holen. Wir haben nichts mehr dabei. Shit. Ja, okay, dann lass mal kurz zurückjumpen. Da geht's auf jeden Fall runter zu dem Boss. Da gehen wir gleich hin. Ich renne mal ganz kurz zurück und hol Gas. Wir haben nämlich nichts mehr. Und ich bin ganz ehrlich, ohne den Flammenwerfer möchte ich dem jetzt nicht unbedingt gegenübertreten. Ich weiß aber nicht, es hat mich leider schon jemand in den Kommentaren gespoilert. Und ihr wisst, ich bin natürlich aufmerksamer Leser der Kommentare. Ja, wer mich kennt, weiß das. und leider wurde ich schon gespoilert, dass ich A, den Raketenwerfer wahrscheinlich von demjenigen bekomme und B, ihm auf einen bestimmten Punkt schießen muss. Ja, das ist leider ein bisschen blöd, aber da machst du halt nichts. Da machst du nichts. So, ich drop das ganz kurz, dann carry ich das mal und dann filmen wir mal die Propane Gas Battle. Bottle. Warte mal, Pickup, Transfer Gas. Sehr gut. Achso, oh, warte mal, nein. Moment. So.
Und das gleiche machen wir hier auch. Ah, was für ein wunderschönes Geräusch. Badadadada. So, einmal Pickup. Wie viel ist da drin? Ja, fast 6 Liter, das ist okay. Ich pack den Rest, den wir gerade noch gefunden haben, gerade mal hier rein. So, lalalala. Das Essen können wir mitnehmen. Die Bandagen. Scheiße. Die Bandagen würde ich auch gerne mitnehmen. Das heißt, die Machete packen wir noch da rein. Die Bandagen nehmen wir aber mal mit. Es könnte sein, dass wir sie vielleicht gebrauchen können. So. Hundi, ich bin gleich wieder da. Halt die Stellung. Die speichere aber nochmal. Und bin mal sehr gespannt, was das da unten jetzt wird. Das wird ganz grauenvoll werden, glaube ich. Ich weiß, der hat, glaube ich, irgendwas mit Raketen hat der, glaube ich, dabei. Ich habe keine Ahnung. Könnte es auf jeden Fall so ein Trial-and-Error-Ding werden. Ich sollte vor ihm auf jeden Fall nochmal speichern. Sonst müssen wir jedes Mal, wenn wir versagen... Oh, cool. Sonst müssen wir jedes Mal, wenn wir versagen, nochmal los und müssen wieder alle Zombies töten. Und ich glaube, das will keiner von uns. Das heißt, ich werde hier nochmal speichern. In der Hoffnung, dass das eine gute Idee ist. Ich weiß es nicht. War hier unten auch noch jemand? Eigentlich? Warte mal, dann können wir auch hier speichern. Ah, das wird ganz fürchterlich. Hä, bin ich hier überhaupt richtig? Restroom for Customer? Warte mal. Ich bin ja gar nicht richtig, das ist die falsche Seite. Ah. Oh, okay. Ich bin hier, ich bin auf der falschen Seite. Wir müssen noch mal einen rüber, aber hier sind... Ah. Aber wir waren hier schon, oder was? Weil hier ist alles leer. Hä? Okay, dann sind wir hier doch schon gewesen. Ich bin gerade verwirrt. Da liegt noch ein Daisy, den nehmen wir jetzt mal nicht mit. Wir sind auch von der anderen Seite hier. Wo ist der Dude? Der ist nicht da? Hä? Der ist nicht da? Ist das jetzt, weil wir von der falschen Seite rangekommen sind, oder was? Das ist genau die Ecke, wo wir damals auch waren, aber der ist nicht hier. Jetzt bin ich aber dezent verwirrt gerade. Haben wir irgendwas nicht gemacht, um den zu triggern oder sowas? Okay, komischerweise ist aber hier auch schon wieder alles leer, ne? Ist das manchmal ein Bug oder sowas, dass hier der Loot erst spawnt, wenn man ihn besiegt hat, aber der ist halt nicht da? Das ist wie mit dem Dicken, der ist auch letztes Mal ja nicht mehr da gewesen. Ey, ich verstehe... Also manchmal bin ich sehr verwirrt. Manchmal bin ich sehr, sehr verwirrt bei diesem Spiel. Okay, die Tür geht nicht auf. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich hätte ihn jetzt halt schon gerne gehabt, weil der hat halt einen Rocket Launcher dabei, ne? Ich meine, theoretisch gesehen, wir könnten mal speichern und neu laden und gucken, was passiert. Aber dass der jetzt nicht da ist, wundert mich jetzt schon ein bisschen. Ich war verabredet mit ihm. Der hat mich einfach gekorbt. Der hat mich safe gekorbt. Drecksau. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass hier in diesen Tunneln eigentlich auch Gegner waren, ne? Also ich werde jetzt mal Folgendes tun. Ich speichere jetzt nochmal. Und wir laden jetzt nochmal neu und gucken mal, ob er da ist. Ja? Dann werden wir uns das Ganze aber erst in der nächsten Folge angucken. Nicht mehr in dieser Folge. Dementsprechend würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Ich, wie gesagt, lade jetzt mal neu und schaue einfach mal, ob der dann in der nächsten Folge da ist oder nicht. Wenn er nicht da ist, dann... Ja, keine Ahnung.
ist er halt nicht da, ne? Keiner, dann weiß ich auch nicht. Dann mag er uns vielleicht nicht. Kein Plan. Ich speichere jetzt, beziehungsweise ich habe gespeichert, ich lade neu. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Mist Survival. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis dahin.